Guten Tag, hier spricht euer Peter Grimm. So Leute, heute zeige ich erstmal die Tabelle mal, weil wir haben jetzt die Vorrunde, Hinrunde ist fast abgeschlossen. Drei Teams können noch Herbstmeister werden. Bayern 04 Leverkusen und Schalke 04. Alle drei kämpfen um die Herbstmeisterschaft. Und es wird ein spannendes Spiel. Und wir haben ja noch die Transferphase. Ist noch nicht ganz beendet. Aber Leute, gegen Augsburg, die arme Augsburg, die sind Letzter. Haben nur ein Spiel dieses Jahr gewonnen. Oh Mann. Das ist schon heftig, finde ich, wenn man mal so sagt, dass sie eigentlich Sachen viel dann. Man ist Absteiger gegen die und das ist halt das Schlimme. Ich hoffe echt nicht, dass Augsburg absteigt. Weil das wäre richtig heftig. Die Augsburger spielen richtig guten Fußball. Aber wir haben es halt diese Saison in der Bundesliga nicht umsetzen können, wie es aussieht. Aber vielleicht schaffen die es ja noch. Vielleicht schaffen die ja noch den Aufschwung, Leute. Man weiß es nicht, was passiert, Leute. Es kann immer sein, dass so ein bisschen was Neues gibt, Leute. Aber wir werden es einfach sehen. Die Saison ist noch lang. Die Bundesliga-Geschichte läuft noch lang. Es sind ja erst jetzt sind 17 Spieltage gespielt, Leute. Und es sind ja noch die Rückrunde zu spielen. Und wenn man gute Rückrunde spielt, kann man wie doch noch weiter in der Bundesliga bleiben, Leute. Junge, Junge, das war ein harter Foul, oder Leute? Aber er hat halt getroffen, den Ball. Und das heißt, auch wenn es halt hart war, es war ein fairer Zweikampf, Leute. Alter Schwede, Müller und unser neuer Spieler, den ich gleich mal eingesetzt habe, Leute, weil Junge, Junge, zeigt mal gleich mal, was er kann, der Krötzka. Ja klar, faul. Faul. Orian Baston. Oh, Man U will ein bisschen Geld, ein bisschen Spieler kaufen. 44 Millionen. Aber Augsburg spielt heute gutes Fußball. Man glaubt gar nicht, dass sie Letzter sind in der Bundesliga. Ah, schade. Man merkt Augsburg echt nicht die Tabellenposition. Man denkt so mitteln. Aber das werden wir schauen, wie das Spiel weitergeht mit Augsburg diese Saison, denke ich.
Ja, Mann, wir sind noch ein bisschen zu einseitig. Jeder will den Ball am besten ins Tor bringen. Aber das muss den Bayern jetzt noch lernen. Pech Bayern, Pech Bayern. Ne? Und Philipp Lahm wird ja. Ach, mal gucken. Oh nein, Boateng. Was war denn das, Boateng? Das war ein Foul. Und schöne Freistoßchance für den FC Augsburg. Ein bisschen zu fest. Oh Mann, schade, 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 alle. Aber Augsburg spielt für ihren 16., 18. Platz, denn sie die fast die ganze Saison haben. Richtig gut, richtig gut. Du warst gegen Hannover leichter. Gegen Hannover zu gewinnen war es einfacher. Hat mal gedacht, Hannover ist kämpft um den Abstieg und nicht die Augsburger. Philipp Lahm machen. Oh, Müller, was machst denn du? Er hat eine Torflaute. Alla Müller hat eine kleine Torflaute in der letzten Zeit. Leider, mein armer Müller. Alter Schwede. Bayern hat jetzt in den letzten 10 Minuten richtig Glück. Aber ach Pech, Leute. Die spielen gut, aber haben halt Pech, Leute. Der Ball geht einfach nicht rein. Und das ist halt immer das Problem. Wenn der Ball nicht reingeht, hat man halt irgendwann so viel Pech.
Hat man, und dann passiert vielleicht, dass Augsburg ein Tor macht und dann anrennen. Das wird dann schwer, Leute, gegen Augsburg. Dann wird es schwer, wenn man dann nicht das wichtige 1-0 macht. Dann wird es schwer. Wo Schalke führt. Okay, nicht gut. Schalke führt, Leute. Das heißt, Schalke kann um die. Warte mal, Schalke ist, glaube ich, 2 Punkte hinter dran. Guck, Leute, das passiert. Das passiert, wenn man das Tor in der ersten Halbzeit nicht macht. Dann gibt es irgendwie so einen Lucky Punch. Der Ball will nicht weg mit. Und dann hat man noch Glück mit der. Hat man noch Glück mit dem Abfälschen und dann noch mit der. Posten, alles ist für Augsburg, alles läuft so. Und das wäre eine Überraschung, Leute, wenn das jetzt passieren wird. Bayern verliert das zweite Spiel dieser Saison. Und Augsburg gewinnt gegen den Tabellenführer, alles wären. Das wäre ein Albtraum für Bayern. Aber man merkt, bei Bayern funkt läuft zur Zeit. Es läuft irgendwas nicht mehr zur Zeit. Die Mannschaft kriegt nicht mehr gebacken in der letzten Zeit. Die Mannschaft ist irgendwie blockiert heute, Leute. Die Mannschaft ist blockiert. Warum pfeifen der Schiedsrichter nicht? Alter, was ist denn da los? Man merkt Bayern, ah, gegen Hannover gewonnen und heute gegen den Tabellenletzten. Geführen die Augsburger, Alter Schwede. Oh, dann spielen wir ein bisschen offensiv, stellen wir uns mal ein bisschen offensiver mal ein. Ah, Mann, es läuft zurzeit einfach nicht. Aber Bayern 1-1. Boah, Alter, wichtig. Dieses Tor war sowas von wichtig. Und endlich funktioniert die Mannschaft wieder ein bisschen besser. Alter Schwede, es muss doch einfach funktionieren, das Team, oder Leute? Kann doch nicht sein, dass Bayern jetzt kurz vor Ende der Hinrunde so Probleme hat.
Aber es ist wieder so Müller-Time. Es ist wieder Müller-Time. Er hat's wieder geschafft, du. Er hat's wieder geschafft, Müller. Er macht wieder seine Tore. Und wieder so komisch wie Müller halt immer ist. Alter, Müller macht Tore, die normalerweise überhaupt nicht funktionieren. So Leute, jetzt werden wir wieder ein bisschen, mal gucken, wir haben wieder mal eine Pause braucht. Müller, lass mal auch mal eine kleine Pause, weil nach seiner Verletzung würde ich lieber nicht alles riskieren, Leute. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Ausgeglichenheit. Und Eckball für den FC Bayern München und es werden wieder ein paar Spieler ausgewechselt. Bin mal gespannt, Alter. Boateng, das dritte Tor wäre sofort so schön gewesen. Aber leider war der Außenpfosten dran schuld. Kein drittes Tor für FC Bayern München. Und es sieht doch so aus, Leute, dass Augsburg heute doch keine Überraschung machen kann. Weil da Philipp Lahm lassen müssen wir echt. Philipp Lahm ist mal echt öfter. Da ist wirklich am. Da ist zur Zeit am Anschlag. Da ist wirklich am Anschlag unser Ding. Philipp Lahm. Da ist wirklich am Anschlag in der letzten Zeit. Man merkt, Bayern hat eigentlich immer bis jetzt noch nur einmal verloren diese Saison. Und Grimaldi, der wird immer mehr, glaube ich, finde ich. Der Nachfolger von Philipp Lahm auf der Position, denke ich. So, noch gute 5 Minuten, denke ich. Noch 5 Minuten werden noch gespielt heute und dann.
Alter, manchmal frage ich mich echt, manche passen, wenn man nicht woanders dahin passt und immer trifft, dann passt da woanders dahin. Aber Bayern holt sich in der Bundesliga den zweiten Sieg nach Hannover, jetzt auch gegen Augsburg. Und somit sieht es gut aus für den FC Bayern um die Herbstmeisterschaft und um die deutsche Meisterschaft und alles Mögliche. Bin ich auch. Und für Augsburg wird es langsam zu bitter, finde ich, Leute. Zu bitter, leider. Aber man kann es jetzt ändern, Leute. Bayern ist einfach. Hat heute nicht gut gespielt, aber konnte zwei Tore schießen. Ja. Und das war aber ein schönes Tor, Alter, von Augsburg. Das muss man sagen, Leute. So ein schönes Tor. Muss man auch können. Muss man auch mal treffen. Schalke gewinnt und Leverkusen hat spielt noch nicht, okay. Die spielen noch nicht, okay. So, jetzt schauen wir noch, was noch abgeht. Oh, Transfere, gucken wir mal, was erstmal. Ah, Alter, wie bitte, Alter. Man U will ihn ablehnen. Wir lehnen es noch ab, Leute. Alter Schwede. Man U will ihn haben. Alter Schwede, das ist aber heftig. Junge, Junge, was will Man U? Alter, Man U will Bill Geld ausgeben, aber... Wir wollen jetzt kein Geld mehr ausgeben. Alter, Paris übertrifft alle. Alter Schwede, Paris holt einen neuen Spieler von Inter. Aber es sieht so aus, dass zurzeit... Ah! Es ist ein... Okay, vielleicht holen wir noch mal so einen Stürmer. Machen wir einfach mal 10 Millionen, dass wir für auf der linken Position noch mal einer holen. Vielleicht kriegen wir ihn, aber ich weiß noch nicht, ob man uns einen holen, aber ich denke, wir vielleicht suchen es. Gucken es einfach mal für 10 Millionen. Können wir ihn ja mal gucken, was abgeht, oder Leute? Oh, you, ey Junge, you, Alter, hallo, ich will nicht verkaufen. Warum soll ich denn verkaufen, Donnarumma? Den will ich nicht verkaufen. Klar, 20 Millionen wollen sie spinnen doch, oder Leute? Okay, Leute, eigentlich könnte man es wirklich machen mit Forza Mensa. Weil man defensiv, weil eigentlich, wenn wir den jetzt verkaufen, Leute, 19, wir haben ja schon ein paar Defensive, eigentlich ist es ein, er spielt eh in letzter Zeit nicht mehr so viel beim Bayern. Und dann können wir nach verkaufen, finde ich, oder Leute, mal gucken, ob er verkauft wird. Ja, Rafinha für ein Jahr kann man machen, Leute. Ja.
Sofort zu Mensa, Hammer gekriegt. Das ist, Hammer auch mal einer wieder verkauft, weil ich, ob man, ob er spielte in Man, bei, Luke, bei dort in England kann er vielleicht mehr spielen wie in Bayern zum Beispiel. Wer ist eigentlich am besten, finde ich, oder Leute? Zwei Mon, oh, zwei, oh. So, jetzt tun wir nochmal vorspulen, Leute, waren wir ja noch gegen Brasilien will mich, ich will aber nicht Nationaltrainer werden. Okay, alles mit Diego ist halt immer das große Problem, wie man das so mit dieser Abwertung machen. Weil wir brauchen es, ja, so passt, und Diego ist alles große, wenn jetzt ein paar Hämmer. Aber ich denke, Leute, gegen Gladbach werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.